Hallihallo und willkommen zurück zu Python. Ja, natürlich Python. Ich wollte gerade Java sagen, aber da sind wir ja schon nicht mehr. Gut, ja, dieses Mal geht es um Funktionen, wie man Funktionen definiert und ja, was überhaupt Funktionen sind. Dazu habe ich hier mal den Code von letztem Mal einfach wieder genommen. Und ja, der macht im Prinzip nicht viel. Wir haben hier, ach, eigentlich könnte ich den vereinfachen, ein bisschen einfacher. So, hier werden jetzt einfach die Zahlen von 0 bis 20 ausgegeben in einer Vorschleife und dann wird hier ein Print-Statement aufgerufen, das einfach nur Finish ausgibt. Also wenn wir das jetzt aufrufen, sieht es so aus. Also werden Zahlen von 0 bis 19 natürlich exklusive 20 ausgegeben und dann Finish. Und jetzt möchte ich das Ganze in eine Funktion packen. Jetzt zunächst, was ist eine Funktion? Eine Funktion gibt an ein Stück Code, den man irgendwo aufrufen kann, wenn man gar nicht dort ist. Also, ich zeige es euch am besten mal. Also, wir haben jetzt hier einfach von oben nach unten erst Zeile 1 ausgeführt, dann Zeile 2 ausgeführt, dann Zeile 3, bis wir halt nichts mehr finden. Wir sehen hier, nach 3 hört es auf, das heißt, da kommt nichts mehr. Da kann ich auch nicht hinklicken. Und genauso wird das Programm ausgeführt, einfach von oben nach unten durch. Jetzt, was passiert, wenn wir, keine Ahnung, eine andere Reihenfolge wollen oder wenn wir zum Beispiel teilweise Code mehrfach ausführen wollen? Dafür gibt es Funktionen. Und die schreiben sich erstmal def und dann ein Funktionenname. Ich nenne es jetzt einfach mal Funk, so wie Funktion nur abgekürzt und dann Klammer auf, Klammer zu. Und dann Doppelpunkt und dann müsst ihr so einrücken, wie ihr es bei der Vorschleife auch machen würdet. Das heißt, wenn ihr das hier alles in die Funktion reinschreiben wollt, also dass es wirklich zu der Funktion dazugehört, dann müsst ihr das alles einmal einrücken. Achtung, hier haben wir dann natürlich auch das Problem, für die Vorschleife müssen wir nochmal einrücken. Das heißt, wir müssen das hier nochmal eins weiter einrücken, so wie wir es davor hatten. Also einfach alles eins weiter rein. Und ja, jetzt, wenn wir den ganzen Code ausführen, passiert gar nichts mehr. Das ist auch gut so, denn wir rufen diese Funktion nirgends auf, wir definieren sie nur. Hier, def heißt definieren. Und wenn wir sie wirklich aufrufen wollen, dann müssen wir irgendwo im Code, wo wir ganz vorne sind, können wir das hinschreiben, rufen wir einfach mal Funk auf. Klammer auf, Klammer zu und fertig. Das heißt, das hier steht jetzt quasi für diesen ganzen Code. Also von hier, statt diesem Statement hier, Zeile 6, werden Zeile 2, 3 und 4 ausgeführt. Und diese def wird einfach übersprungen. Also wenn das ausgeführt wird, dieser Code, fangen wir immer noch bei Zeile 1 an, aber überspringen alle defs. Das heißt, wir springen hier rüber. Zeile 5 steht nichts drin. Weil ich euch ein bisschen Abstand lassen wollte, weil es sonst ein bisschen verwirrend ist. Und Zeile 6 ruft dann diese Funkfunktion auf. Das heißt, da wird dann Zeile 2, 3 und 4 aufgerufen. Jetzt, warum habe ich das nicht hier reingeschrieben? Das zeige ich euch gleich. Zunächst mal der Beweis, dass es tatsächlich auch funktioniert. Jetzt wird wieder alles ausgegeben. Gut, warum habe ich das jetzt nicht einfach darunter geschrieben, also diese drei Zeilen da reinkopiert? Naja, vielleicht möchte ich es ja nochmal machen. Und dann möchte ich es nochmal machen. Und wenn ich das ganz oft mache, dann ist es natürlich ein bisschen umständlich, da jedes Mal diesen Code hinzukopieren. Aus dem Copy-Paste-Fehler sind echt leicht gemacht. Und vor allem kann man das ein bisschen variabel machen. Und da kommen wir zu meinem nächsten Punkt. Funktionen können Parameter haben. Das heißt, wenn wir jetzt hier einen Buchstaben reinschreiben, kriegen wir eine Variable in unserer Funktion zur Verfügung. Also ich nenne es einfach mal n. Sagen wir mal, n ist die obere Schranke bis zu der wir exklusive diese Zahlen ausgeben wollen. Das heißt, wir schreiben hier einfach statt 20 n hin. Und ja, dann wird jetzt eben diese 20 wird hier mit übergeben an diese Funktion, wenn wir sie aufrufen. Das Problem ist, hier haben wir noch nichts angegeben. Das heißt, wir müssen hier einfach in die Klammer reinschreiben, mit was für Parametern wir die aufrufen wollen da oben. Das heißt, wenn wir jetzt hier 20 reinschreiben, also Funk von 20, dann wird hier genau dieses n wird auf 20 gesetzt und dann wird dieser Code hier mit n gleich 20 ausgeführt. Das heißt, wir definieren die quasi vorher. Und wir können hier natürlich auch oben drüber schreiben i gleich 20 und dann i übergeben. Das ist genau dasselbe. Und wenn wir es ausführen, sehen wir, dass es genau dasselbe tut. Sehr schön. Jetzt, was passiert, wenn wir mehrere Parameter haben wollen? Naja, die kann man einfach mit Kommata trennen. Also i und vielleicht 10, dann sagen, nee, sagen wir 2. Dann machen wir hier, nennen wir die mal Step und dann sagen wir hier 0, n und dann Step. Und ihr kennt ja die Funktion Step, die gibt an, wie weit oder wie groß unsere Schrittweite ist. Das heißt, wir laufen jetzt hier nur noch in Zweierschritten rum.
statt dass wir jede Zahl ausgeben, also nur noch die Geraden. Gut, also so kann man mehrere Parameter zu Funktionen übergeben, so kann man überhaupt Parameter zu Funktionen übergeben. Und ja, von da können wir jetzt natürlich logischerweise sagen, okay, wenn wir erstmal Funk mit 20 und 2 aufrufen wollen und dann aber vielleicht, keine Ahnung, Funk mit 2 und 1 aufrufen wollen, dann macht es schon Sinn, weil sonst müssten wir hier jedes Mal diese Dinge anpassen. Die können wir ja hier unten theoretisch auch noch unterbringen. Wir können hier einfach n ausgeben, nicht i. Macht zwar nicht viel Sinn, aber ihr wisst, was ich damit sagen möchte. Also wir können damit relativ viel und relativ gut irgendwie hantieren. Das heißt, hier wird jetzt zunächst mal 0 bis 18 ausgegeben, dann Finish und dann nochmal 0, 1 und dann nochmal Finish, weil wir hier unten diese Funktion noch ein anderes Mal aufgerufen haben. Ja, ich würde sagen, damit belasse ich es erstmal für heute. Ich werde noch mehr Videos zu Funktionen logischerweise machen. Aber ich möchte euch jetzt nicht überlassen und schaut euch vielleicht nochmal das Video an, wenn ihr es nicht ganz verstanden habt. Ansonsten hoffe ich, dass es euch wieder mal gefallen hat und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.